Mein Typ ist 3-0. Als Frau Vizekunst. Ich bin 2-2. Wo geht es oben? Freiburg-Hoffenheim. Ja, Freiburg hat sich doch 0-0 erkämpft. Das sah ganz ordentlich aus. Und Hoffenheim, das war ja nun wieder in der Europa-Liga. Da war ja nun gar nichts, Nagelsmann. Nicht? Du kannst mal sehen, wenn das so ein bisschen... Also ich nehme an, dass sie die Tour dahin war nach Bulgarien. Die war schwieriger als wie das Spiel. Aber sie haben trotzdem verloren. Ja, was sage ich da, Freiburg-Hoffenheim? Ich nehme an, dass das 1-2 wird. Hoffenheim gewinnt das noch 2-1 in Freiburg. Ja, da hat sich da ja auch, wo war das, in Schweden oder Norwegen? Schweden, glaube ich, Östersund. Also kannte ich auch nicht, die Truppe vor 6.000 Leuten haben sie sich dann abgequält. Herr, da fehlt der Ibisevic, das ist natürlich schon mal eine große Sache da. Der ist ja nun gesperrt worden durch seine, was weiß ich, was er gesagt hat, Schiedsrichter ist ein Idiot oder was. Ist ja auch unwichtig, der ist gesperrt worden für 2 Spiele. Ja, und zu den Bayern kann man nur sagen, Ancelotti weg, alles Tobi, ne? Jetzt geht das wieder bergauf, meinen sie, ne? Aber ich bin der Meinung, mit Ulreich wirst du Schwierigkeiten kriegen, auch noch in der Liga, das sehe ich so. Aber wie gesagt, man muss abwarten, wie sich das so entwickelt. Ich nehme an, dass sie aber noch in Berlin gewinnen, das glaube ich. Also wenn sie da nur auch noch verkacken, dann brennt aber richtig der Baum da. Ne? Ich weiß nicht, ob der Brazzo, ob der die Lizenz hat zum Trainieren. Ne? Wie holen sie den ja noch? Der macht ja alles, das ist ja die Allzweckwaffe bei Bayern. Ich nehme an, dass Bayern das 2-1 gewinnt in Berlin. Leipzig ist ja auch wieder Türkei. Ne? Da ist die Türkei gefahren. Die können ja nichts. Ne? Die Türken können ja nichts. So hieß das ja immer, die können nichts. Wir haben ja Bundesliga. Ne? Wir sind ja die Größten. Und verlieren das schön 2-0. So, das war ja auch berechtigt. Aber der Werner hat sich ja über den Lärm beschwert. Der hat ja jetzt einen Tinnitus oder irgendwas. Der sollte sich mal mit den anderen Kind zusammenschließen. Ein Hörgerät. Ein Hörgerät mit Volksmusik drauf. Hat er kein Problem mehr. Dann hört er da oben nichts mehr von der Tribüne. So sehe ich den. Also im Grunde genommen ist das Köln. Ja, Köln ist natürlich für mich schlecht. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, auch gegen Belgrad wieder verloren und da verloren. Und jetzt den Punkt in Hannover, da war ja auch ein Gefürge im Grunde genommen. Also ist doch Leipzig gewinnt das da 3-1, auch wenn ich die Truppe nicht mache. Mein Typ ist 3-0. HSV Vizekunst. Ich bin 2-2. Wo geht es oben?